Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Schweizer Bundesrat will den Inzest legalisieren. Das meldet die Hauptnachrichtensendung des Schweizer Fernsehens. Danach solle der entsprechende Paragraph 213 des Schweizer Strafgesetzbuches künftig ersatzlos gestrichen werden. Nach dem Entwurf, der demnächst als Gesetzesvorlage eingebracht werden soll, wäre der Inzest dann straffrei, wenn er so wörtlich einvernehmlich geschehe und die Beteiligten volljährig seien. Ein Vater solle zum Beispiel somit künftig mit seiner Tochter ganz legal ein Kind zeugen dürfen. Die Genetikerin Anita Rauch vom Institut für medizinische Genetik der Universität Zürich warnte und sagte zu der geplanten Initiative, die Chance, dass ein so gezeugtes Inzuchtkind schwere Erbgutschäden habe, betrage 30%. Der sozialistische Nationalrat Daniel Josic aus Zürich hingegen stellte fest, das Schweizer Sexualstrafrecht müsse von alten europäischen Moralvorstellungen, so wörtlich, weiter entrümpelt werden. Vor wenigen Wochen erst hatte die kroatische Regierung einen Gesetzentwurf eingebracht, bei dem jeglicher Inzest künftig straffrei bleiben soll.